Wir wurden alarmiert zu einem Brand 4 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, was sich herausstellte auf einem Brand, Gott sei Dank auf einem Feld, das noch gestillt war. Alarmiert waren die Feuerwehr Werna, die Feuerwehr Windlingen und die Feuerwehr Köngen. Nachgefordert wurde noch ein weiteres wasserführendes Fahrzeug und die Bereitschaft zur Eigensiedlung aufgrund der hohen Temperaturen. Der schnelle Zugriff auf den Bauer und sein Landwirtschaftsgerät konnte eine Brandschneise schnell erstellt werden. Und dadurch war der Einsatz sehr schnell abgearbeitet und unter Kontrolle. Wir haben hier grundsätzlich die Schwierigkeiten, dass wir die Wasserversorgung eigentlich schwer sicherzustellen haben. Aber der nachbarschaftliche landwirtschaftliche Anwesen hat uns auch nochmal mit einem Güllefass mit 6000 Liter unterstützt. Und so konnten wir verhindern, dass wir eine Wasserleitung, eine Wasserversorgung aufbauen mussten über einen Kilometer. Wir gehen aus von einer Ausdehnung von ca. 120 x 160 Meter. Insgesamt waren wir 46 Kräfte aus den Feuerwehren Wernau, Wendlingen, Köngen, unterstützt vom DRK Ortsverein in Wernau zur Eigensicherung. Die Nachlöscharbeiten sind soweit beendet. Der nachbarschaftliche Hilfe von den Landwirten hat geholfen und konnte hier noch mit den Jauchefässern ein Bewässern noch kurzfristig durchführen, sodass wir jetzt beruhigt einrücken können.